Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran zu den Muslimen sagt: Ihr habt im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Und zwar für diejenigen, die auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah und dem einen ohne Teilhabe gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema der Umgang des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Familie. Liebe Schwestern und Brüder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war sein ganzes Leben lang in allen Belangen ein Vorbild. Und das nicht nur in Worten, sondern auch in seinen Handlungen. Denn der Koran beschreibt den Propheten als vorbildlichen Menschen. Er, sallallahu alaihi wasallam, war zum Beispiel ein vorbildlicher Vater. Und er, sallallahu alaihi wasallam, behandelte seine Familie mit ausgesprochener Freundlichkeit. Es wurde überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Seid gütig zu den Frauen und wünscht ihnen das Gute. Zu Hause hat er, sallallahu alaihi wasallam, seine Kleider alleine gewaschen, seine Flecken selbst genäht, seine Schuhe selbst repariert und seine Schafe gemelkt, sein Kamel gefüttert, mit seinem Diener zusammen an einem Tisch gespeist und mit ihm zusammen den Teig zubereitet. Seine Einkäufe trug er alle Zeit alleine, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, es wurde überliefert, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, während der Abschiedes predigt. Während seiner Pilgerfahrt oder Abschiedes Pilgerfahrt, Khutbatul Wada' oder Khutbat Hajjatul Wada', so fürchtet Allah in Bezug auf eure Frauen. Ihr habt sie von Allah als ein anvertrautes Gut genommen und sie wurden euch durch sein Wort nämlich Allah, im Wort Allah gesetzmäßig. Die Frau des Propheten Aisha radiallahu anha wurde einmal gefragt, was der Prophet zu Hause tat. Aisha radiallahu anha sagte, er half seiner Familie. Und sobald der Muazzin zum Gebet rief, ging er sallallahu alaihi wasallam beten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, der gläubigste Mensch oder der gläubigste Muslim ist der mit dem besten Verhalten. Der beste von euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alles Lob gebührt Allah und Friede sei auf seinem letzten Propheten, letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, verehrte Schwestern, unser Prophet machte keinen Unterschied zwischen Mädchen und Kindern oder Mädchen und Jungen. Er behandelte alle Kinder gleich und ließ sie das auch spüren. Traurige Momente seien insbesondere Todesfälle. In solchen Momenten war der Prophet stets bei seinen Kindern. Als Ruqayya radiallahu anha starb, setzte er sallallahu alaihi sich in ihr Grab. Auch Fatima war bei ihm und weinte. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm ein Tuch und trocknete ihre Tränen. Als sein Sohn Abraham im Sterben lag, nahm er sallallahu alaihi wasallam ihn in die Arme und drückte ihn an seine Brust. Und weinte er sallallahu alaihi wasallam, als Abraham in seinen Armen starb.
Der Prophet kümmerte sich nicht nur um seine Frauen, sondern auch um seine Enkel. Er sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich auch um das mit materielle und geistige Wohlbefinden seiner Kinder, so seiner Enkel, und wies ihnen den richtigen Weg im Glauben und zu ihrem Glück im Diesseits und im Jenseits. Es wurde überliefert, dass Hassan sein Enkel während des Gebets oder während des Gebets des Propheten auf seine Schulter kletterte, und er sallallahu alaihi wasallam verweilte so lange in der Beuge, bis sein Enkel Hassan abstieg. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages Daten verteilte, setzte er Hassan, seinen Enkel, auf seinen Schoß. Und als er fertig war, nahm er sallallahu alaihi wasallam ihn auf die Schultern. O Allah, wir bieten dich und wenden uns mittels deines Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten der Gnade, an dich. Amen.